Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit meinen zwei Kollegen hier. Guten Tag. Peter und Queen Adidala, die schon hier auf das Ding einschlagen. Die Schlosser Gang. Sorry, es wird ein bisschen lauter. Kling, klang, klang, klang. Hört ihr die Glocken? Wie lieblich sie schallen? Ich höre gar nichts mehr. Untouched. Okay, gut. Bäm! Geil! Lila Parts. Geil. Was? Magnum Parts, ja. Holy shit. Ich leg hier, pass mal auf, wartet mal, Mädels, wartet mal. Oh, drop hier Dinger, hier Bullets, 9mm. Sehr gut. Hast du hat oder? Jemand ganz, nee. Hier ist ein komplettes Hunting Rifle drin. Geil. Das ist geil, das ist geil. Da ist ein komplettes Faulty Hunting Rifle drin. Pass mal auf, wir machen das so. Ich habe ja Munition fürs Hunting Rifle, die splitte ich. Und legt die damit zu. Das heißt, da kann sich dann dementsprechend, weil ich bin nämlich leider jetzt voll, ich habe die lila Magnum Parts mitgenommen. Und da kann sich da gerne jeder halt dann noch draus bedienen, okay? Braucht denn noch einer von euch den Leatherhead Schematic? Nö. Weiß ich nicht. Ich drop den mal eben. Ich drop euch mal ein Bandana, falls ihr das braucht. Nee, brauche ich nicht. Ja, ich kann den lesen. Ich scrappe das Bandana. Achso, und ich habe übrigens hier in das Ding, in den Tresor, auch noch das Set in Concrete reingelegt. Also es kann noch jemand lesen. Okay. Welches Level seid ihr denn? Ich bin jetzt Level 11. Ich bin Level 13, glaube ich. Ich bin Level 17. Willst du mal da rausnehmen, das Hunting Rifle? Willst du Concrete lesen? Ich Concrete, ist ja eigentlich wurscht. Ich lese Concrete. Ja. Concrete Schoolyard, einer der besten Jurassic 5 Songs. Fucking die ever. Die Hunting Rifle nehme ich mal mit. Und die Shotgun Barrel Short nehme ich mit, weil das ist die bessere, die wir haben. Oh, hier ist ein Cowboy-Hut. Will jemand einen Stetson tragen? Nee. Die Rübchen steht mir im Weg, ich komme hier nicht raus. Sorry. Wie immer steht Rübe im Weg. Oh nein, nie. Naja. Rübe steht im Weg. Naja, der Zwiebelpeter kommt da, wenn ich im Weg stehe. Hör mal, Alte, geh mal aus dem Weg hier. Schieb mal rein. Wir müssen hier Papier, ne, müssen wir mitnehmen ohne Ende, weil Papier brauchen wir wohl nachher für Ammo. Ja, da macht man Schrotmuni draus zum Beispiel. Richtig. Alles, ehrlich, das wusste ich gar nicht. Genau. Oh, gut zu wissen. Ja, ich bin schon quasi voll. So, erstmal hier ein bisschen Licht reinlassen in die Butze. Wir gehen auch mal. Oh, oh. Wir kommen raus und es fängt direkt an zu schreien hinter uns. Wir werden hier aber auch immer herzlich empfangen. Mann. Kann das so vielleicht noch jemand mitnehmen? Was? Ich bin voll. Die Collect Iron Fragments, die hier liegen. Oh, warte, ich komme wieder rein. Moment, ich habe noch Platz. Wohl Iron Fragments hätte ich, glaube ich, aufnehmen können, aber. Wo bist du denn da? Hier, hier. Wo sind die? Die liegen genau hier neben der Tür. Die Lampe. Yep. Ach, hier ist noch eine Kiste, ne? Von der Lampe. Ich gehe schon mal hier zu diesem Haus. Oh, hier ist noch ein Duffelbag. Vorsicht, da ist ein Dings vor dir. Popcorn, hier, Popcorn Charts. Popcorn. Hier ist Pumpgun Parts. Will der Popcorn Charts, bin ich bescheuert? Warum eigentlich nicht? Ach, fuck, Mann, ich habe schon wieder vergessen, diese blöde Aufnahme anzustellen, hier den Timer anzustellen. Das ist doch total... Oh, reißt sich zusammen. Will hier jemand die Pumpgun Parts rausnehmen? Ich bin. Waren die im Briefkasten? Nee, hier in der Duffelbag. Ach, da, wo du stehst. Ich wollte schon sagen, was die Amis sich alle schicken lassen. Pumpgun Parts. Sag das mal schnell hintereinander, ey. Das ist Pumpgun Parts. Und hier ist noch eine Dings drin. Geil. Lass mal die Sticks mal da. Nehmen wir die mal mit. Braucht noch jemand so eine verstärkte Keule? Boah, Reinforced Club? Ja, nee. Ist der mit, ist die mit Spikes? Nein, oder mit so? Ohne. Mit ohne? Ja. Aber Kornmehl haben wir hier noch drin. Ja, Korn braucht man nicht. Okay. Haben wir angebaut. Hier sind noch Bandages in der Dame drin, die kann ich nicht aufnehmen. Wo? Die Krankenschwester. In der Dame? In der Dame. In der Dame sind auch Bandages drin. Oh yeah. Die habe ich mir mal rausgenommen. Das hört sich an nach. Das klingt seltsam. Geil.
Nee, so klingt's nicht. Ich habe ein lilafarbenes Bandana gefunden. Ich habe mein gelbes hier reingetan, wenn einer Interesse hat. Dein orangenes. Orange, ja, genau. Orange. Orange. Das sind ja doch feine Unterschiede. Ja. I'm sorry. Brauchen wir noch... ich kann die Töpfe scrappen, oder? Ja, wir haben ja genügend. Okay, ja, das ist gut. Haben wir. Weil ich brauche fucking Platz in meinem... Hier liegt ein Orange, also das Bandana hast du ja schon gefunden. Ja, alles Bandana-mäßig könnt ihr scrappen. Alles klar. Brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Hat die Rüche mich jetzt erschreckt, leck mich am Arsch, ey. Hier sind nochmal Bandages, die ich auch nicht aufnehmen kann. Ja, ah, hier kann man noch mit. Hoch. Oh, meine Güte, mein Herz ist verstehen geblieben. Das war jetzt echt so, what? Sehr was praktisch, wenn man hier gleich im Scheißhaus... Zylinder haben wir noch. Und oh, hier ist ein Buch. Wenn jemand schon Papier dabei hat, dann sollte derjenige das hier scrappen. Hier ist ein Buch drin. Ja, ich habe schon Papier dabei, Buch. Ja. Und hier sind vier Short Iron Pipes mit drin. Kann die noch jemand nehmen? Ich nicht mehr. Die nehme ich. Krass. Die kann ich noch nehmen. Und wo ist hier, das Buch? Hier sind auch noch Parts drin. Das Buch war hier in dem Ding. Ich scrap das gerade. Da sind, kommen 80 Seiten raus. Ey, ist ein bisschen OP. Oh nein, der hat auch noch Parts dabei. Ich kann das nicht nehmen. Ich bin voll. Warte mal, ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht meine 164 Spikes hier lasse. Aber die sind grau, die Dinger. Scheiß auf die grauen Parts. Ja, aber hier ist noch Magnum. Chisel. In dem halben Körper hier. Chisel? Ja, Chisel. Der aussieht wie Bolognese von unten. Bolognese von unten ist auch sehr hübsch. Sehr geil. Brauchen wir nicht noch Glas? Broken Glas für die Dinger? Für die Max, meine ich? Ein Schwein! Oh nein, Laufschweinchen! Doch, nein, bleib hier, du dumme Sau! Laufschweinchen! Was? Wieso schieße ich mit dem Hunting Rifle daneben? Du spinnst doch wohl! Hier, geil, wie es geflogen ist! Oh! Was denn jetzt? Auch. Ja, es sind ja auch Zombies hier. So, hier sind 10 Raw Pork drin. Eigentlich müssten wir jetzt hier und die Beine in die Hand nehmen und damit nach Hause. 10 Raw Pork? Ja. Wow. Eigentlich müssten wir damit sofort nach Hause und die Dinger grillen. Ja, dann lass mal, weil ich bin auch voll. Ich bin auch bis oben hin. Okay. Lass mal nach Hause. Dann heading home. Wir uns das merken, genau? Bis zu dem letzten Auto ungefähr, also zwei Häuser. Da ist ein Hirsch, da ist noch ein Hirsch, den müssen wir mitnehmen. Ja, aber wir müssen ja die... Ja, ja egal, das weiß ich jetzt auch nicht. Scheiße. Wow, what the fuck. Alter, was frisst denn der alles? Jawohl, Hirsch erledigt. Passen? Ja. Super. Ich habe ja auch noch zwei Rabbit dabei. Krass, der bringt 10 Vengeance, das ist richtig viel. Was? Ja. Krass. Ja. Das ist richtig geil. Das ist echt krass. Was lasse ich denn hier dafür? Was lasse ich denn hier dafür? Scheiße, den Splint lasse ich hier. Ja, den kann man sich schnell selber machen, wenn man Fiber dabei hat und... Oh, da ist ein Hund, Vorsicht. Oh, fuck. Ja, ich werde auch gerade von dem angelaufen. Moment. Oh, alles gut. Das war schnell. Bis ich meine Waffe hier raus habe... Könnt ihr noch Animal Hide kann ich noch mitnehmen. Ich hab schon. Ja? Ja. Ja, das ist auch ein Zappel-Philipp hier. Hier sind noch hier schon drin. Hier sind Glasscherben drin. Ah, hier waren wir schon drin. Falls wir die noch brauchen, Glasscherben. Ja, ich nehme die mal mit, die können wir immer gebrauchen. Ja. Hier ist das Krankenhaus, nee, hier waren wir ja schon. Lass mal nach Hause. Wir müssen erst uns mal leeren, würde ich sagen. Weil sonst sind wir nämlich nur am Aussortieren. Ja, das stimmt. Dann schmeißt du immer die Hälfte weg. Ja. Brauchen vielleicht noch einen Hirsch oder so. Oder einen Bären. Irgendwas, was viel Fleisch bringt. Wir sollten vielleicht auch mal... Dann, ne? Was haltet ihr denn eigentlich mal davon, wenn wir vielleicht auch mal eine Expedition in die andere Richtung machen, und zwar in den Schnee? Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, wir sollten erst zu Ende richtig ausräumen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dann ins andere gehen. Weil die ist ja am nächsten dran. Ne? Richtig. Kann man sich ja eigentlich, wisst ihr das eigentlich, auch Scopes bauen? Oh, das weiß ich nicht.
Ach so, jetzt brauche ich denjenigen, der die Woodframes hat, sonst kommen wir da. Das ist natürlich das Problem, jetzt kommen wir da nicht mehr so geil rein. Ja, ich bin diejenige mit den Woodframes. Okay, sehr gut. Das ist gut. Wo sind sie denn? Nee, Zwiebelpeter ist derjenige mit den Woodframes, weil er hat die als letztes aufgesammelt. Sei denn, du hast sie weggeschmissen. Ich habe die weggeschmissen, aber ich habe genügend Zeugs dabei zum Neubauen. Don't panic. So. On the Titanic. Du brauchst einen hoch und dann von der Seite dran. Ja, ich weiß, aber jetzt muss ich ja erstmal Forged Iron, mache ich mal Metal Scraps draus vielleicht, oder? Nee, geht ja gar nicht. Scheiße. Warte, ich mache eben welche, Moment. Ich habe nämlich überhaupt... Ach, Short Iron Pipe. Ich kann, also ich mache die Woodframes, mache ich eben schnell. Moment. Okay. Bin dabei. Sehr schön. Wisst ihr eigentlich, ob man auch größere Rucksäcke craften kann oder finden kann oder so, wo man das halt einfach... Das wäre mal gut zu wissen, ja. Ich weiß, dass man, wenn man das Minibike hat, dass man da, wenn man noch ein Basket findet, den auch noch auf das Minibike... Oh Mann, nein. Was machst du denn? Schon wieder. Auf einmal war sie weg. Ich habe nur so gesehen. Flupp. Was ist denn jetzt kaputt? Ich sehe noch mein Menü unten und bin aber raus. Was ist das denn? Ja, das hatte ich doch letztens auch. Ich wollte gerade sagen. Da musste ich alles neu starten. Das war doch mein, wo ich meinen Rucksack nicht mehr zugekriegt habe. Und als ich im Menü war, meinen fetten Rucksack gesehen habe. Ja, war ein bisschen, muss ich wahrscheinlich jetzt auch. Moment. Das ist nicht schön. Sollen wir weiterlaufen lassen oder eine Pause machen? Ja, nee, lass ihr mal weiterlaufen. Ich bin sofort wieder da. Moment. Okay, wir lassen laufen. Ich guck mal, ob ich mal eben Frames machen kann. Ja, Seven Days to Die Exe funktioniert nicht mehr. Ah, nee, ich bin voll. Du bist voll? Ja, dann kann ich keine Frames machen. Aber ich drop mal eben Brass hier. Dann ist das jetzt halt so. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch weiß, wenn ich Brass habe, dann kann ich es vielleicht aufnehmen. Ja, genau, das müsste vor mir liegen direkt. Nee, kann ich nicht. Schiss. Ach, scheiße, weißt du was, ich schmeiß einfach hier Bottled Water weg und dann nehme ich das Brass auf und dann kannst du hier deinen Kram noch machen. Ja. Okay. Schui. Perfetto. So. Achso, eine Magnum haben wir noch. Jetzt bist du gerade eben reingespawnt und der baut dich dann langsam auf. Hat man eben wieder deinen kleinen Knackarsch gesehen. Ja. Ja, hab das schon gebaut. Ja. Ich baue die wieder ab, ne? Yes, ja. Scheiße, kann ich nicht. Wir brauchen den Grill jetzt irgendwie, ne? Oder? Ja, den Grill, den hatten wir aber doch schon, ne? Ja, ja, aber der ist hier nicht drauf. Hier ist ein Kochtopf drauf. Ja, wir machen einfach noch ein Lagerfeuer. Ich bin auch so blöd. Stimmt, wir können ja noch ein Dings machen. Wie heißt das denn nochmal? Campfire. Okay, gut. Dann mache ich eins. Hast du genügend Steine? Okay, cool. Aber ich bin voll. Moment, ich drop mal eben was. Das nehme ich gleich wieder. Das ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen mein Attention Span ist ungefähr eine Minute. Wäre schön. 10 Sekunden. Gerade, ich war voll. Jetzt mache ich nochmal das Gleiche. Oh Mensch, nein. Was machst du denn? Billy? Oder sie startet jetzt ganz neu? Nee. Oh, oh. Disconnected from your channel. Ja. Ah, vielleicht startet sie neu, ja. Wir können ja mal kurz ein Pauschen machen in der Aufnahme. Bis gleich, Leute. Jo. Wir warten auf Billy. Tschüss. Jo, da sind wir wieder, Leute. Nach einem kleinen guck mal, wir haben jetzt hier 3 Campfires. Die Queen und der Zwiebelpeter, die waren schon wieder fleißig, weil ich war leider, hatte ich hier ein paar kleine Probleme mit meinem Telekom-Dings. Weil der mich immer offline geschaltet hat. Und jetzt sind wir aber wieder am Start hier. Jo. Hier backt gerade das Grauen. Das Grauen. Das Grauen. Muss da nicht noch Wasser drauf? Finger weg vom Grill, das ist Männersache. Boah. Ja. Grill, du mal. Mega, ey. Ihr könnt die Eier kochen. 6 Minuten. Ja, genau.
So, wir haben 9 Grilled Vengeance und dann 2 gekochte, also gegrillte Hasen und dann noch 10-mal Schweineschnitzel. Kotelett, whatever. Boah, krass, ist das jetzt gerade laut bei mir. Womit dann auch der Heißhunger von Queen gestillt sein dürfte. Wir brauchen auf jeden Fall dringend Blei. Blei und Gunpowder. Und eigentlich müssten wir wirklich mal in so eine blöde Mine, um uns mal so ein Dings zu suchen. Ich 4. Ja, ich habe 7, aber wir brauchen halt Blei. Ich tu meinen Gunpowder mal hier in die obere Supply-Kiste. Wir brauchen halt auch Blei für die fürs Schrot. You know? Ja, aber jetzt ist hier schon wieder alles durcheinander, Leute, ey. Ja, ein bisschen. Guckt doch mal, wo ihr es reinsortiert, bitte. Ja, aber ich habe ja neue Kisten gebaut. Da muss man es ja umsortieren. Supply, hier sind so Baumaterialien, würde ich sagen. Aber durcheinander war schon vorher. Also ich habe nichts durcheinanderer gemacht, als es schon war. Durcheinanderer. Ich habe durcheinanderer gebracht, als es schon vorher war. Weil die Pine Seeds und was kommt mit in die Food. Es gibt Mecker mit Mutti. Supply. Ja, aber warum? Ich war es nicht. Food. Das verstehe ja, ich. Ja, die hatte ich da jetzt erstmal reingebracht, weil das ja auch irgendwo irgendwas ist, was wir anbauen. Ach so, oh ja, okay, das macht Sinn. Wo tun wir denn die Werkzeuge rein? Ich glaube, die Werkzeuge tue ich hier mit ins Supply rein. Ich tue mal meine Nägel so lange hier hin. Was seid ihr denn jetzt so laut? Warte mal, ich muss mal eben kurz... Wir sind gar nicht laut. Ich muss mal eben kurz einmal hier raustappen und dann einmal kurz gucken. Wo sind denn meine ganzen Sound. Scheiß Bretter jetzt? Alter, ja, kein Wunder, wenn das alles auf Null steht Scheiße. Hier. Boah, da sind ja Ohrflöten, ey. So. Boah, ich hier. Bin total orientierungslos hier. So, meine Holy Nail Gun tue ich hier mal mit rein. Holy Nail Gun. Ja, wenn wir jetzt wieder looten gehen, dann brauche ich den Platz. Den Platz. Ach, scheiße. Wir haben ja schon einiges an Dings da, ne? An Bullet Casings, aber wir können noch keine Munition erstellen, weil uns fehlt der Bullet-Tipp. Ja, genau. Und ich habe gelesen, man braucht auch ein Schema dafür. Du kannst also auch, wenn du Bullet-Tipps hättest, weil ich glaube, wenn du das Schema gelesen hast, kannst du auch eine vorhandene Bullet auseinandernehmen, um Bullet-Tipps zu kriegen. Ah. Aus diesen Bullet-Tipps kannst du dann Mord machen und weitere Bullet-Tipps. Aber wir müssen erstmal das Crafting-Rezept lesen, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann natürlich sein. Leute, die Moldy Bread und die Old Sham Sandwiches, die kommen bitte mit in die Gesundheitskiste, weil die können wir nachher zu Dings, genauso wie die Plant Fibers. Da bitte alles mit in die Gesundheitskiste. Wir haben 21 Brass Ingots, was kann man denn eigentlich aus denen bauen? Auch Bullet Casings. Ah, okay, wenn man das Schematic dann kennt. Wunderbar. Genau, genau. So, wo soll jetzt hier was rein in die Supply? Okay. Ja, ich dachte da so Baumaterialien, weil das Building heißt. Storage Building irgendwie. Okay, dann tun wir da auch die Short Iron Pipes rein, ja. Die Empty Cans. Die Sticks. Das Holz. Die Feathers. Was ist das denn? Ach, Broken Glass. Broken Glass, da kann ich doch mal Dings tun. Hat jemand noch Broken Glass in der Tasche? Ja, 2. Entweder schmeißt du mir die mal vom Kopf. Wo bist du denn? Ja, hier, warte. Und Drop. Danke, weil dann mache ich nämlich daraus mal Fensterscheiben. Oh, guck mal, hier ist der Grill drin. Nein, der, wo? Ja doch, hier in der oberen, wo ich jetzt vorstehe quasi, in der oberen normalen Kiste. Ja, kann auch das Tape hier rein und das Lied kann auch hier rein. Ach fuck, tatsächlich. Jetzt haben wir 2, ist doch gut. Ja, mach, denk. Aber das ist doch immer so, man macht alle Kisten auf und dann irgendwann denkt man sich so, wie habe ich das denn nicht gesehen? Ja, auf jeden Fall. So, hier kommt das Vengeance rein. Ja, wir brauchen noch eine Waffenkiste eigentlich, ne? Ja, hast du Federn, Rübchen? Ich wollte eine richtige Waffenkiste machen, ich brauche aber Federn dafür, weil ich normale Crossbow-Balls dafür brauche, um eine Storage zu machen. Ja, Federn sind hier in der Kiste, wo ich mich gerade drin befinde. Da sortiere ich auch gerade noch mal ein paar Sachen ein. Scheiße. Darf ich die nur ganz kurz rausnehmen zwischendurch? Ja, in der Supply.
Super. Bin schon wieder raus. Mhm. Dann mache ich jetzt eine Storage Weapons. Ach nee, ich muss ja erstmal. Nee, ich bin ein bisschen doof. Okay, Crossbow. Iron Pipes kommen hier rein. Ich mache noch mal ein paar Metal Strips. Ja. Alter, wieso geht das denn immer noch nicht? Na, weil ich keine Steine habe. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, gut. Ja, gut. Ja, und Blei brauchen wir. Wir brauchen dringend Blei für mehr Kugeln. Ja. Für mehr Bums. Mehr Bums. Mehr Bumpf? Yes. Mehr Bumpf, mehr Tote. Boom, shake, shake, shake the room. So, wo möchtet ihr denn die Waffenkiste hinhaben, meine Lieben? Die Waffenkiste am besten mit. Kannst du die hiermit auf noch, vielleicht noch auf die Supply-Kiste packen oder so? Hier auf die Waffen. Da, wo du jetzt gerade drauf stehst, auf der. Mhm. Müssen wir aber erstmal wieder aufkloppen. Ja. Nee, also. Nee. Ich wäre ja für Beschriften. Okay. Die Mädels so, räumen wieder um, wie man hört. Ja, die festen Waffen, die... Ich nehme mal eben die Waffen raus und die Bullets. Für was brauchen wir denn eigentlich diese Empty Cans dauernd? Die kannst du scrappen zu Scrap Iron. Ja, ja, ja. Wir brauchen die aber auch, um zum Beispiel Food Supply Kisten zu machen, ne? Ah, ja, ah, hier ist ja noch Blei. Himmel, euch und Zwirn! Okay, die Weapons kommen hier hin, die Pistol, das Barbed Wire und die Dinger kommen hier hin. Boah, Cloth Fragments braucht man auch noch dafür. Ich kriege hier einen Vogel. Sollen wir denn die Nacht zum Sortieren benutzen und dann zum Looten die unsere lieben Zuschauer wieder dazu holen? Oder sollen wir, weil jetzt haben wir wieder Nacht quasi, also rausgehen brauchen wir noch nicht mehr. Ja. Das stimmt, ja. Das lohnt sich dann nicht mehr. Ja. War hier eigentlich noch was drin? Hat jemand noch Stofffetzen? Die Flashlights, die Cloth Fragments? Stofffetzen liegen in einer von diesen Kisten irgendwo. Alter, hier sind noch mehr Empty Cans. Liegen ja drei Barren hier allein schon wieder irgendwo drin. Der Receiver kann weg. Hardcore Sortiering. KR-Filter, braucht man auch nur einen von. Scrap. Flashlight tue ich auch mal mit in die Supply-Kiste, weil die Flashlights kommen ja dann auf die Waffen drauf, ne? Okay, genau. Ja. Shotgun-Parts, die Parts bitte in die andere Kiste. In die Waffen-Supply-Kiste nur die Waffen selber, die fertigen. Und die Kugeln, oder? Und die Mecker. Ja. Die meckert. Und die meckert. Okay, der Receiver kann hier noch mit rein. Der kann gescrapped werden. Haben wir denn jetzt genug? Sollen wir Cut machen oder? Weil ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz super spannend, wenn wir hier alle. Ja, sollten wir uns dann auch nochmal überlegen, wie wir das dann weitermachen. Nee, ist eine gute Idee. Könnten wir eigentlich jetzt wirklich mal, weil die Folge sind wir auch bei 20 Minuten. Nachdem die andere ja so überlang war, können wir ja jetzt mal eine etwas gemäßigte machen von der Länge her. Ja. Nun denn, Walte deines Amtes, der dran war. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Rübchen war dran. Ich war dran, ne? Genau. Ja, ich bin hier gerade auch noch am Sortieren und am Scrappen und am was nicht alles am Machen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier wieder heißt, viel Spaß mit dem, mit dem Belzebub, ne? Ja. Wir haben auf jeden Fall echt Spaß. Ich finde das so geil, ne? Auf jeden Fall, das macht richtig Laune. Ja, Jupp. Es macht so richtig Laune, das Game. Und ich finde es wirklich richtig cool. Wir haben schon wieder 4 Cooking Pots am Start. Scrappen. Es ist, ich scrappe mal 2 davon. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Bis dahin, alles Gute, ne? Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.